So, wir sind jetzt auf dem Turm des Peter-Behrens-Baus, des ehemaligen Werks für Fernsehelektronik der DDR, mit Susanne Räumschüssel, der Projektleiterin des Industriesalons. Frau Räumschüssel, erstmal, was ist denn das hier für ein Gelände? Was ist das für ein besonderer Standort? Ja, wir vom Industriesalon, wir zeigen ja unseren Besuchern hier die Schöne Weide, und zwar Schöne Weide von Anbeginn bis heute. Es hat ja begonnen als eines der großen historischen Gründerzentren der Berliner Elektroindustrie. Nach und nach, oder sagen wir mal ziemlich schnell, entstanden hier auf der Schönen Weide die technologisch völlig neuen Betriebe der AEG. Es fing also an mit dem ersten Drehstromkraftwerk der Welt. Da sehen wir, die Schornsteine sind davon noch übrig geblieben und die Halle steht auch noch dort. Nebenan wurde dann auf eine Entscheidung von Emil Rathenau hin das Kabelwerk Oberspree angesiedelt. Das war das erste Kabelwerk der AEG. Und dann siedelten sich im Umkreis viele Mitbewerber an, die dann nach und nach von der AEG geschluckt wurden, sodass dann bis so im Jahr 1945 im Grunde genommen alle Betriebe, die sich hier in Oberschöneweide angesiedelt hatten, zur AEG gehörten. Und wir erzählen unseren Besuchern die Geschichte des Beginns. Wir führen sie durch die alten Hallen durch und dann erzählen wir ihnen natürlich, was hier in der DDR war. Das ist nämlich das größte innerstädtische Industriegebiet der DDR war mit 25.000 Werktätigen. Wir versuchen darüber zu berichten, wie sich hier der Alltag gestaltet hat für die Werktätigen, wie das hier aussah, sagen wir mal so. Und dann ist natürlich eine wichtige Etappe die Wiedervereinigung, und das war für Schöne Weide ja der Beginn der Deindustrialisierung. Das heißt, hier wurden die Firmen nach und nach abgebaut und die leeren Gebäude haben ja zum großen Teil überlebt. Sie stehen unter Denkmalschutz. Heute ist Schöne Weide eines der größten Denkmalensemble in Deutschland. Hier haben eben bedeutende Architekten gewirkt, und wenn man jetzt hier vielleicht so als Einzelperson einfach mal durchschlendert, wird einem diese Bedeutung nicht sofort in die Augen springen, aber mit unserer Führung wird das hier sehr spannend. Was wollen Sie erreichen bei diesen Führungen? Naja, es ist ein lebendiges Beispiel dafür, für den Aufbau, die Entwicklung und die heutige Zeit von Berlin, dieser Stadt Berlin. Ich meine, die Elektroindustrie hat Berlin zu einer der internationalen Metropole gemacht, überhaupt erst, die Elektroindustrie. Hier war eben eines der Gründerzentren und hier war alles neu. Die Technologie war neu, die Architektur war neu, die Arbeitsbedingungen, die Betriebshierarchien. Das kann man schön erzählen, wie sich eigentlich Berlin und wie sich unsere Arbeitswelt hier entwickelt hat. Und ich finde eben, gerade Schöne Weide ist nicht fertig. Schöne Weide ist heute im Umbruch. Man sieht die Spuren der alten Zeit, man sieht aber noch nicht an jedem Ort, was soll hier mal werden. Es gibt auch eine gewisse Ratlosigkeit. Und ich denke ja, die Leute lieben geheimnisvolle Orte. Also Orte, an denen die Fantasie Raum hat, an denen man selber ins Grübeln kommt. Ist es uns eigentlich was wert? Wollen wir zum Beispiel dieses erste Drehstromkraftwerk erhalten? Was könnte denn da sein? Und warum ist da nicht schon längst was? Man versteht also viel über die Strukturen von heutigen Eigentum. Ja, auch von Stadtumbau. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr lebendiger Ort, an dem man beobachten kann, wie sich Stadt neu zusammensetzt. Und das finde ich auch persönlich sehr spannend. Hier ist schon viel passiert, und übrigens ist alles, außer dem Campus, der hier neben uns liegt, im Privatbesitz. Das heißt, die Eigentümer haben ihre Pläne hier mit den großen Immobiliengebieten, kann man ja eigentlich sagen. Die Treuhand hatte zunächst mal die großen Werke hier getrennt und hat die einzeln weiterverkauft. Zunächst mal nach der Wende sind hier Firmen eingezogen, die hier weiter produziert haben. Hier im Peter-Behrens-Bau zum Beispiel hat die Firma Samsung Korea Farbbildröhren produziert bis 2005. Und so ging es auch in den anderen großen Betrieben, sodass zunächst mal Betriebe hier gekauft haben, die produziert haben, die dann aber aus verschiedenen Gründen
die Produktion eingestellt haben, ja, und dann wurde weiterverkauft. Es handelt sich ja um Privatbesitz. Und es ist natürlich eine Festlegung gemacht worden, insofern, als dass manche große Gebiete hier Mischgebiete sind, andere sind Gewerbe- und Industriegebiete. Das heißt, man hat gewisse Grenzen für die zukünftige Nutzung. Was genau hier aber passieren soll, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Markt geschuldet. Wir haben hier ein Regionalmanagement in Schöneweide. Dieses Regionalmanagement ist beauftragt, 10.000 Arbeitsplätze in Schöneweide zu schaffen. Und wir sehen hier die Verbindung zu Adlershof. Und das ist ein ganz großes Thema. Hier soll eine Brücke gebaut werden, mittelfristig über die Spree, um die Verbindung zu Adlershof noch viel näher zu machen. Weil man spricht davon, dass Adlershof und Schöneweide der Zukunftsort im Südosten Berlins sein soll. Also das Geheimrezept, was wir auch hier sehen, eine Hochschuleinrichtung, also Hochschule der Technik und Wirtschaft ist hier mit über 9000 Studenten, Produktion, Forschung, das möglichst eng zusammenzubinden und auf Synergien zu hoffen. Das ist auch hier das Rezept. Die urbane Mischung ist ja offensichtlich die Vision, die Stadtplaner für dieses Ensemble hier haben. Erstmal, was muss man da genau drunter verstehen und wie sehen Sie das? Naja, wenn man urbane Mischung in Berlin hört, dann denkt man gerne an Kreuzberg. Da gibt es also diese Mischung von Wohnen, Ateliers, kleinen Werkstätten, viele Kneipen. Das mag man vielleicht als urbane Mischung bezeichnen. Dieses Modell finde ich für Schöneweide nicht geeignet. Denn wenn man sich das anschaut, es sind ja ganz andere Dimensionen, mit denen wir es hier zu tun haben. Das ist eine Sache. Die zweite ist, das gibt ja längst eine urbane Mischung. Die hat ja immer schon stattgefunden. Es gibt hier das Industriegebiet und direkt daneben, nur durch eine Straße geteilt, gibt es ja das Wohngebiet. Also wir haben es hier nicht mit einem Gewerbepark zu tun, wo nachts die Bürgersteige hochgeklappt werden. Ganz im Gegenteil. Ich finde eigentlich, dass auf den großen Gewerbeflächen, Industrieflächen sich schon eine Menge Leben entwickelt hat und sich noch vieles weiterentwickeln kann. Clubs, Werkstätten, Ateliers, natürlich eingeschlossen, aber in dem Moment, wo man hier Wohnen baut, da ist diese Entwicklung gelähmt. In Deutschland ist es heutzutage so, dass Bewohner hohen Schutz genießen. Das heißt, sowohl was Lärm angeht, als auch was jegliche Emissionen angeht. Von daher ist ein Nutzungskonflikt vorprogrammiert, wenn man im Gewerbegebiet Wohnungen baut. Das kommt also, mir kommt es immer vor wie so ein Kuckucksei. Das legt man mitten rein und ringsrum lähmt es dann allerdings alles. Denn die Firmen, die ja auch hier vor Ort ansässig sind, die arbeiten teilweise im Dreischichtsystem hier. Die haben starken Anlieferverkehr und so weiter. Das wäre alles nicht mehr möglich, weil die Mieter haben nun mal oder die Bewohner haben ein Recht auf Ruhe. Und von daher finde ich, dieses kleinteilige Denken, alles muss gemischt sein, ist hier in Schöneweide gerade mal nicht das Rezept der Stunde. Hier sollte man, denke ich, anknüpfen an diese historische Strukturierung, tatsächlich Spree, Gewerbe, Wohnen. Und dann das große Freizeitgebiet, die Wuhlheide. Das ist doch wunderbar, ist ja alles vor Ort. Und diese Problematik gibt es an jeder großen Immobilie hier in Schöneweide momentan. Denn womit verdient man am meisten Geld? Durch Wohnungen. Deswegen entstehen hier sehr teure Wohnungen, die das ganze Gelände lahmlegen. Und dagegen sind wir und dagegen werden wir alles uns zu Gebühr, alles was wir können, werden wir dagegen unternehmen. Warum schlägt Ihr Herz so für die Industriekultur? Ja, ich bin von Beruf Filmemacherin und habe angefangen, vor 10 Jahren einen Dokumentarfilm zu drehen über die Veränderungen dieses Geländes. Habe viel gelernt, viele Menschen kennengelernt, habe unter anderem den Industriesalon mitgegründet und hatte vorher keine Ahnung, wie schwierig und komplex Stadtumbau ist und was dort eigentlich alles passiert an Tausenden von Geschichten. Und je mehr man weiß, je mehr man berichten kann über ein Gebäude, über Umnutzung, über die großen Geschichten, die daran hängen, umso begeisterter wird man einfach. Ich glaube, das geht den meisten Leuten so.
Nun haben wir gesehen, es gibt die Sammlung, dann machen Sie Führung, bieten Führung an. Wie finanzieren Sie das alles? Also heutzutage bekommt man Förderungen eher im Bereich des Tourismus. So ist es auch uns gelungen, in diesem Jahr und im nächsten Jahr eine Senatsförderung zu bekommen, um das Thema Industriekultur für den Berlin-Tourismus attraktiv zu machen. Das heißt, wir haben hier sozusagen das Best Example. Wir wollen beweisen, dass dieser Standort, der ungewöhnlich ist für Berlin-Tourismus, sich wunderbar eignet, um hier Berlin-Geschichte zu vermitteln. Das ist jetzt unsere Aufgabe für dieses und für das nächste Jahr. Aber der Verein selber, der ist zwar Träger dieses Projekts, der Verein selber lebt nur durch ehrenamtliche Arbeit. Und das Museum wird nur von Zeitzeugen gemacht, auch das große Archiv wird nur von Zeitzeugen gemacht. Dafür haben wir keinerlei Geld. Und das ist sehr schade. Und ich denke aber, es gab so eine Zeit nach der Wiedervereinigung, da wollte man von der DDR nicht viel wissen. Jetzt sind 26 Jahre später, nach und nach wird das Interesse an der DDR-Zeit größer. Wir haben ja bei uns im Archiv über 30.000 Fotos, Filme, Tonbänder von diesem Werk hier. Das Werk für Fernsehelektronik mit 9.000 Beschäftigten, das größte Werk hier vor Ort. Und wir können eigentlich die Betriebsgeschichte ziemlich gut abbilden, mal exemplarisch für dieses große Werk. Und es könnte ja sein, dass irgendwann mal ein Historiker draufkommt und mal endlich eine Werksgeschichte schreiben würde. Das wäre großartig. Die Besucher sind meistens begeistert, falls ich das mal unbescheiden sagen darf, weil es ist nämlich so, das Thema Industriekultur ist ein super Querschnittsthema. Das heißt, wir erfahren von der Tragik der Familie Rathenau, die hier persönlich gewirkt hat und hier Spuren hinterlassen hat, auch von der persönlichen Tragik. Wir erfahren was von neuen Technologie, von Erfindungen, die ja über Nacht aus Versehen gemacht wurden. Wir erfahren ganz viele Geschichten, die aber auf einmal alle zusammenpassen. Und das mögen die Leute. Sie haben den Eindruck, behaupte ich jetzt mal, dass sie etwas verstanden haben, wie Entwicklung passiert, was vorher vielleicht mehr so parallel im Kopf war, wenn überhaupt, ja, oder so Bruchstücke. Und hier kriegt man viele lose Enden zusammen in Schöneweide. Und das mögen die Leute sehr gerne leiden. Vielen Dank, Frau Räumschlüssel. Bitte.